Jawohl, hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo meinerseits. Und zwar möchte ich, wie soll ich das am besten beschreiben, für die Let's Player-Szene eine neue Idee, einen neuen Entwurf mal in den Raum schmeißen, den ich auf jeden Fall für mich persönlich in Angriff nehmen werde, das ich auch vorhab. Und zwar, wie ihr es oben schon lesen könnt, nenne ich das ganze Ding Challenge the Hard Ones. Also das gibt auch eine Playlist bei mir. Und dort werde ich in unregelmäßigen Abständen, das sage ich euch gleich, sondern immer mal dann und wann, wann ich Lust habe, werde ich euch richtig harte Spiele vorstellen und zeigen, also die vom Schwierigkeitsgrad wirklich anspruchsvoll sind. Und um das zu toppen, natürlich wie in den guten alten Zeiten, auch versuchen, die ohne Save States zu spielen. Und es gibt richtig übelst Ärger und boah, ich freue mich schon richtig drauf. Auf der einen Seite wird es für mich ein Haare raufen ohne Ende werden. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, sehr viel Spaß zu haben, weil auf sowas stehe ich einfach. Ich brauche einfach diese Herausforderung, um nur mal ein paar Titel in den Raum zu werfen, die ich vorhabe zu spielen, zu challengen. Das gute alte Castlevania 1 oder auch 2er oder auch 3er, Simon's Quest und Draculas Dingens, Revenge, keine Ahnung, wie das dritte heißt. Die Leute, die es kennen, wissen, was ich meine. Oder aber auch die guten alten Mega Mans ohne Save States. Ja, Freunde. Zelda 2 hätte ich da noch im Angebot. Adventure of Link. Ebenso wie Batman fürs NES. Oh mein Gott, was ein scheiß schweres Spiel. Leck mir am Arsch. Und I Wanna Be the Guy. Okay, das werde ich wohl erst irgendwann später let's playen, weil darauf habe ich am Anfang noch überhaupt keinen Bock, aber es ist ja auch verdammt sackenschwer. Gerade was diese alten Schinken angeht, kann ich euch auch den James Nintendo Nerd sehr ans Herz legen. Er reviewt die guten alten Spiele auf eine sehr kritische Art und Weise und ja, gefällt mir auch sehr gut und hat da immer einen Witz und Humor dabei. Auch gerade was Castlevania und so angeht, schaut mal bei ihm rein, er hat sehr viele interessante Videos. Wenn ihr euch für Mega Man interessiert, ich glaube, jeder Let's Player hat schon mal irgendeinen Mega Man-Teil gespielt. Bei Zelda 2, wenn ihr das mal sehen möchtet, wie man richtig angry werden kann bei den Spielen, könnt ihr mal bei ihr reinschauen, bei der Stella. Die hat. Boah, Castlevania hat sie natürlich auch gemacht, das Zweier. Kackenschwer, das Spiel. Zelda 2 hat sie auch gemacht. The Adventure of Link, das ist echt so ein verdammt dumm schweres Spiel. Wer sich für Batman interessiert, den kann ich wärmstens. Na, komm zurück. Hallo. Den kann ich wärmstens hier die, wo ist sie? Die Steffi ans Herz legen. Die Steffi, die müht sich und rackert sich auch dauernd mit so üblen Spielen, aber wirklich üble Spiele. Wo haben wir es denn? Hier. Komm. Mach mich nicht schwach. Ich hab doch letztens bei dir erst noch Dingenskirchen gesehen. Hier, Batman. Shatterland. Let's play Batman fürs NES. Alter, das ist auch so scheiße schwer. Guckt es euch unbedingt mal an. Oder natürlich hier gerade die Castlevania, gerade das Castlevania 1. Oh mein Gott, ich glaube von wohl einem der bekanntesten Let's Player und meiner Meinung nach auch einem der besten Let's Player. Meine persönliche Meinung. Ah, bin ich denn blind? Da ist er doch. Da sticht er mir schon ins Auge, nämlich das Mirko LP. Der gute alte Hermann Hermanns. Er hat auch Castlevania 1 gespielt, ist leider nicht in seinen Playlists drin. Falls doch, bin ich einfach nur blind und finde es nicht. Aber ihr müsst ein bisschen in den Uploads herumstöbern, in vergangenen Zeiten, ne, Mirko? Hier, oh, ich bin sogar sehr richtig und hab's auch gleich gefunden. Castlevania 1 geht irgendwo los. Zwischen irgendeinem guten Mega Man-Teil. Und ja, hier ist es auch. Vampire Killer und Silent Hill. Da let's playt er Castlevania 1 und ich denke mal, das ist sein sechstes Video von Castlevania oder so, wo er gegen den Unterzucker-Zombie kämpft, dürfte wohl das bekannteste sein. Gegen den Grim Reaper. Auf jeden Fall schaut da überall mal rein, schaut beim Nintendo-Nerd
beim James Nintendo Nerd rein, schaut bei den Leuten, die ich euch eben empfohlen habe, rein. Es wird also eine ziemlich heftige Kategorie von mir. Das sage ich euch gleich. Nochmal zur Info. Ich werde diese Videos in unregelmäßigen Abständen hochladen. Also ich habe da keinen Bock, täglich eins hochzujagen oder so, sondern wann ich mal Lust und Zeit habe, weil ich werde auch viel fluchen, ich werde mich aufregen ohne Ende und die größte Challenge ist ja wohl, keine Safe States zu benutzen. Ha. Ha, ha. So. Falls ihr noch gute Videospielvorschläge für mich habt, wo richtige Nüsse sind, ja, so richtige Knacker. Hier so I Wanna Be the Guy technisch oder Zelda technisch oder Castlevania technisch. Schreibt sie mir und in dieses Video und schreibt mir auch bitte, was ihr von der Idee haltet, ob euch das gefallen würde. Und ja, ich hoffe auf Feedback oder auch auf Kritik, je nachdem. Und ich freue mich schon, wenn es dann bald losgeht mit hier Challenge the Hard Ones. Hehe, ich freue mich. Bis dann, euer Slugsy.